Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim mit mir, wegen beim letzten Mal. Ja, wo wir aus irgendeinem Grund Chef der Akademie. Was machen wir heute? Gute Frage. Was ich mich jetzt frage, also ganz nebenbei, was ist. Weil, der wurde ja wiederbelebt. Der viel über Ehrung der Toten hält. Also da hält er echt gar nichts von. Aber ich sehe ihn auch nicht mehr. Vielleicht lebt er jetzt glücklich mit den anderen zusammen. Wer weiß. Was machen wir heute? Wir könnten zu Varloks Grab zurück hin zum ersten Mal. Philipp Brynjolf, sprich mir da, so. Was ich das mal. Das haben wir noch nie gemacht, glaube ich. Also ich hab's tatsächlich, ich hab's schon mal versucht, natürlich. Aber geschafft, habe ich noch nie. Ich habe bis jetzt immer abgebrochen oder musste abbrechen. Martin Septim. Sprecht mit Kapitän Gerlund, wenn ihr eine Überfahrt buchen möchtet. Aber ich bin doch gerade erst gekommen. Willkommen in Rabenfels. Da war mir lange schwer. Dort lungert der Herr Karius. Die Dramawurzel. Ja. Ich bin hier mit meiner Halbfrau, Freya, sie weiß nicht, dass sie meine Frau ist. Und sie kommt ja aus Dolzheim. Jetzt nur so rein theoretisch, wieso ist da. Ach, das ist eine Fackel. Die ewig währende Fackel der Dolzheimer. Glaube ich. Tja. Wer ist da? Das ist nur eine. Hüpfer. Mehr ist es nicht. Freya, chill. Ja, sie ist ein bisschen schreckhaft. Ein ganz klein wenig, aber auch nur. Hey, was habe ich denn hier gefunden? Oh, ist das schick. Bam! Ja, das ist auseinandergefallen, ne? Die Seele, die seinen Körper zusammenhielt, hat sie verlassen und somit ist der Körper in seine Einzelteile zersprungen. Oh, die wollte ich jetzt nicht unbedingt erwecken. Au. Freya, du darfst gerne dich mitprügeln, ne? Hey Arschloch, jetzt abhauen. Du bist aber fresh. Ganz schön frescher. Apropos Seelen und Fangen und so. Da ist ein kleiner und noch ein kleiner und noch ein kleiner und noch ein kleiner und noch ein kleiner. Das war's. Let's go! So, Mr. Karius, da klopfen wir doch mal an die Türe, ne? Guten Tag, guten Tag. Wie geht es Ihnen? Mein Name ist Eddie Winkelmann und ich bin hier, um Festung Frostmotte einzunehmen.
Ach, Ihr Hausherr ist gerade nicht da. Dann komme ich noch mal morgen wieder. Tschüss, schönen Tag noch. Da bin ich auch Angreifer ist in die schon. Festung eingedrungen. Bereitet euch auf einen Angriff vor. Aber Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. ja. Festung Frostmotte wird niemals fallen. Lang lebe das Kaiserreich! Lang lebe das Kaiserreich. Huch. 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 Ganz kurz mal schauen, wie rein die Luft ist. Dem hier oben zeige ich noch einen Los! Zaubertrick. Ah! Ah! Ich wollte gerade meinen Wurf bewundern. Was ein Arsch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, ich habe mich nicht erschreckt. Ach, mein Mikro stand in der unteren linken Hälfte vom Bildschirm. Hat diese verdeckt. Und deswegen, ich habe den gar nicht gesehen. Und deswegen habe ich mich auch schon dezent erschreckt. Schon dezent erschreckt. Was ist eigentlich mit unserem Freund? Ist der. Ja, der. Uah! Duckenkids. Der ist tatsächlich des Todes. Aber dort oben lauert noch wer, hab ich mir sagen lassen. Ne, da unten. Na los? Traust du dich nicht? Bap, bap, bap. Da wurde jemand betäubt. Das war doch sehr erfolgreich. So. Festung Frostmotte soll unser sein. Hey, was soll das? Hör auf. Oh Gott, ich häng fest. Schlechter Zeitpunkt, um festzuhängen. Okay. So. Noch einer weniger. Ich finde es ganz schön, dass die Erze etc. pp. Tragen. Die kann man nämlich echt gut looten. Bro. Ach, den habe ich aber schon gelootet. Ja, den habe ich schon gelootet. Das tut mir leid dann. Das tut mir echt leid, Freund. Ich wollte nicht nochmal looten. Was ja nicht geht, aber hey, was soll das? Ah! Komm, das kriegen wir doch hin. Es wäre doch gelacht! Hahaha! Ach, da fällt mir ein. Erstmal. What the fuck? Hier. Irgendwo. Wo habe ich den denn hingeschleudert? Den Gesellen. Das habe ich ja von. Oder war es von hier? Ne, es war von hier. Hier runter und. Irgendwo ist er ja gelandet. Ich glaube, ich mache mir da zu viele Gedanken. Wo ist Freya? Freya? Hallo? Gute Dame? Wer ist das? Nur mal ganz kurz gucken. Ach, ernsthaft?
Hallo? Na, wer bist du denn? Ich weiß Dinge. Versteckte Dinge. Dinge, die ihr nicht wissen solltet. Ja, aber ich weiß sie auch nicht. Was faselst du da? Ihr glaubt mir nicht. Niemand glaubt mir. Niemand will mir glauben. Ich will das auch nicht. Aber ich kann nicht anders. Sie sind in meinem Kopf. Was ist noch im Kopf? Geheime, versteckte Dinge. Okay. So, dann erzähl mir doch mal von deinen Geheimnissen. Geheime Dinge. Ja, aber woher habt ihr diese Geheimnisse? Das schwarze Buch. Es hat sie da reingestopft. Mit schwarzen, dünnen Fingern. Meine Finger sind zu kurz. Ich bekomme sie nicht heraus. Witzig. Wo habt ihr dieses schwarze Buch gefunden? Oh nein. Ich habe es nicht gefunden. Es hat mich gefunden. Hier. Ich zeige es euch. Schaut. Gleich dort. Aber geht nicht dorthin. Ihr wollt diese Stimme nicht in eurem Kopf. Das wollt ihr nicht. Das wollt ihr nicht. Ihr. Oh. Zu meiner Verteidigung, er hat angefangen. Kritzeleien eines Verrückten. Schwarze schleimige Finger, schwarze schleimige Worte, schwarzes schleimiges Buch, Bengkongerige, schwarz wie die Pupillen meiner Augen, aber dunkler. Holt diese Dinge aus meinem Kopf. Interessant. Interessant. So, jetzt nochmal. Wo ist Freya? Wo ist sie? Das ist aber jetzt, das macht mir wirklich unglaublich Sorgen. Nicht, dass Freya. Aber. Hä? Dann würde ich Freya doch bestimmt. Nee, jetzt mal ohne Spaß, wo ist Freya? Wehe, Freya ist gestorben irgendwie, irgendwo, irgendwann. Dann werde ich aber ganz schön wütend. Aber ich finde sie auch nicht. Wo vermag sie zu sein? Okay. Das ist so schräg. Ist sie vielleicht hier oben? Danke dafür. Nein! Freya, wo bist du? Ich brauche dich! Komm, irgendwo muss sie doch sein. Gib mir immer ein bisschen Zeit, auch herzukommen. Ich gib's auf. Freya ist weg. Nur wo ist halt die Frage, die ich mir nicht beantworten kann. Ach, ich hab, ich müsste eigentlich noch mal. Ach, ist das blöd. Morokai. Ja, eigentlich müsste ich tatsächlich, eigentlich müsste ich nochmal Sachen ablagern. Doch, das machen wir jetzt nicht. Da Freya nicht hier ist, gib mir mal ein Fest von nicht, dass ihr diesen Weg gewählt habt. Ich hab dazu nichts zu sagen. Ja.
Der Herr General. Lass mich dir helfen. Was? Ich hatte ihn fast. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Bab. Doch wo ist der? So, wir pofen eine Runde. Das war gut. Ich fühle mich äußerst ausgeschlafen. Doch wo war ich stehen geblieben? Ach ja. Okay. Freya. Meine Gedanken. Look. Listen. Ich hab dir was zu geben. Du hast schon so viele. Du trägst schon so viel. Ich hab dir trotzdem Sachen zu geben. So, Sachen, die ich nicht halten kann, weil sie so schwer sind. Aber du bist eine starke Frau, die mir unbedingt helfen möchte, Sachen zu tragen. Hier haben wir noch Bodensteinerz, 4 Stück und veredelt. Wunderbar, danke Freya. Weiter geht's. Das war nix. Das lief nicht ganz nach Plan. Es tut mir leid, aber ihr habt mir keine Wahl gelassen. Aber es kommt doch keiner, ne? Es kommt auch keiner. Was nicht schlimm ist, weil ich muss ja jetzt wieder mein Schrei aufladen. Was ist das? Was ist hüpfende das? Wer ist da? Flammenspinne. Die explodieren! Die kleinen Scheißer! Flammen umhüllte Spinne. Was geht hier ab? Da ist eine Albino-Spinne. Wo kommt ihr denn her? Ja. Eine Rubindrüse. Druse? Cool. Cool. Huch. Ah, hätte ich vielleicht doch nicht gebraucht. Albino-Spinnen-Hinterleib. So. Keine Ahnung. Rubindruse. So, wo ist denn jetzt der General? Ach ja, Herzsteine brauche ich eigentlich nicht wirklich, davon habe ich schon genug. Ah, Rubine, was schwierig. Sind wir mal alle ganz ehrlich, das braucht doch kein Mensch. Hier jedoch. Schauen wir mal nach. Ob wir hier vielleicht irgendwie auf irgendetwas stoßen. Hm.
soweit noch nichts. Ah. Oh. Oh. Okay. Ah, das war zu viel. Ach, ist es jetzt weiter nach oben oder nach unten? Ah, nice. Wunderbar. Hör mal. Wir sind doch unglaublich gut hier drin. Ah, Zeug zum Saufen. Für Alkoholiker. Jo, was haben wir denn hier? Oh, das sieht aber jetzt auch eher... Hey, na? Arschloch. Guten Tag. Cool, wir haben den Schlüssel. Ildaches Tagebuch. 32. Tag. Fast ein Monat ist vergangen, seit wir die Gruft bei Festung Frostmutter ausgegraben haben. Und ich habe nicht einen Funken Leben in den Überresten des Generals gesehen. Den Herzstein auf die Zielperson aufzusetzen, ist viel schwerer, als ich es mir ursprünglich vorgestellt hatte. Ich habe jede nur erdenkliche Methode ausprobiert, doch es gibt keinerlei Anzeichen einer Wiederbelebung. Bei dieser Geschwindigkeit könnte es Jahre dauern, bevor ich Fortschritte mache. Zeit, die ich derzeit einfach nicht habe. Wenn meine Rache in die Tat umgesetzt werden soll, brauche ich Ergebnisse. Ansonsten muss ich vielleicht auf drastischere Mittel und Wege setzen. 47. Tag. Endlich scheint es, als machte ich Fortschritte. Nach meinem letzten Experiment öffnete General Karius kurz seine Augen und bewegte seine Arme. Das hielt nur wenige Momente an, doch es ist das erste Zeichen des Fortschritts seit meiner Ankunft hier. Einige meiner Assistenten bestanden darauf, dass ich mir das nur eingebildet hätte. Doch ich entließ sie ob ihrer Unverschämtheit. Sie werden nie wieder jemanden stören. Oh, so viel zu entlassen. Ah, oh, die Stimme macht mir Kopfschmerzen. 55. Tag, General Karius wachte heute vollständig auf. Er schoss direkt nach meinen Beschwörungsformeln in die Höhe und torkelte umher wie ein Blender. Er schien meine Befehle jedoch zu ignorieren. Meine Stimme schien seine Feindseligkeit sogar noch zu steigern. Ich konnte den Herzstein entfernen, bevor er gewalttätig wurde, aber dieses Ergebnis hatte ich nicht erwartet. Auch da er nun erweckt werden kann, kommt es mir vor, als habe meine wahre Arbeit gerade erst begonnen. 59. Tag. Der General ist noch immer unfähig oder unwillig, meinen Befehlen zu gehorchen. Sein Handeln wird immer paranoider und er scheint seinen eigenen freien Willen zu besitzen. Er ist davon überzeugt, dass ich ein Spion oder der Feind sei und ich musste ihn fesseln, um ihn davon abzuhalten, mich anzugreifen. Die Lage wird immer unerträglicher. Ich frage mich, ob überhaupt jemand mit einem Herzstein Befehle ausführen kann. Wenn meine Experimente mit General Karius fehlschlagen sollten, muss ich unbedingt an mir selbst weiter experimentieren. Etwas, was ich seit geraumer Zeit vermieden habe. Ne Perle, die war gut. Lecker, lecker Perle. Jo, der Ildias, oder wie der hieß? Das war wohl ein schlimmer Finger. Okay. Freya. Danke.
Okidoki. Ach, da fällt mir ein. Mein Name ist Ed Wickmann, beziehungsweise nächstes Mal ist das Let's Play Skyrim. Bis dahin. Ciao.